Herzlich willkommen zurück zu Deponia The Complete Journey mit Arezu. Ich bin Arezu und wir spielen den menschlichen Abfall Rufus. Können die hier vielleicht Teigtaschen gebrauchen? Die kochen ja. Diese Gruftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag, ich nehme statt. Ja, okay. Also, das hilft nicht. Babyfon hilft nicht. Wir könnten übers Babyfon den Brief vorlesen. An diesem Babyfon kann sein, aber ich hab... Offenbar hilft das nicht, nein. Was haben wir denn theoretisch hier noch so? Gar nichts. Okay, ich rede nochmal mit den Widerstandskämpfern und gucke, ob ich da irgendwas vergessen habe, was mir hilft. Komm schon, das Tor ist doch gleich da oben. Nein, das geht jetzt nicht. Ich muss warten, bis mein Tattoo abgeschwollen ist. Ja, irgendwas zur Kühlung wäre da ganz gut, aber sowas haben wir nicht. Haben wir sowas hier unten? Nee, ne? Nee. Kannst du jetzt zum Tor... Nein, ich soll den Funk überwachen und ich bin beschäftigt. Im Spind haben wir auch nichts übersehen. Nee. Setz dich. Komm schon, Toni, ich will. Und ich sage, du hier hab. Nee. Es ist noch nie was. Ist. Na gut, es ist vorbei. Aber. Ich komme wieder. Keine Eile. Ja, der Funk bringt mir nichts. Wir haben schon die Möglichkeit, ihr Bescheid zu geben, wenn es irgendwas Bescheid zu geben gibt. Wie gesagt, hier eventuell sowas wie Eis, aber habe ich bisher noch nicht gesehen. Wir können ja mal denen da Teigtaschen anbieten. Mal sehen, wie sie reagieren. Diese Teigtaschen sind schon kalt. Es tut mir leid. Ich kann diese Teigtaschen nicht zurücknehmen, wenn sie bereits davon abgebissen haben. Das habe ich doch gar nicht. Ob Mr. Toffee sich noch irgendwo in meinem Mantel rumtreibt? Hey, eventuell habe ich eine Spinne bei. Gun, die Hormone anbieten, haben wir schon probiert, hey, ne? Gun, willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeit sei... Teigt. Genau. Teigt. Das hilft nicht. Warum haben wir die Antennengabel hier oben? Die gehört nach unten. Wir haben noch nicht mit der Hexe geredet, seitdem sie das neue Äffchen gesehen hat. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Wo haben... Ich habe sie live gesagt. Aber es war... Das kommt immerhin. Ich muss... Es war doch... Moment mal. Ist das, wie gesagt... Gott zum... Ja, das hat nichts gebracht. Da ist nur eine Option weg. Die 5 Slotty haben wir verbraucht. Was schon ein bisschen unpraktisch ist, damit bricht das gesamte Wirtschaftssystem in der Kanalisation zusammen. Ein Schraubenzieher. Kann ich den hier einfach runterwerfen? Nee, das wäre doch affentittenlahm. Warum habe ich auch keine Wasserbomben dabei? Oder einen Konzertflügel? Das wäre lustig. Vielleicht die Zahnbürste. Nee. Warum hat er einen... Gut, dann eben nicht. Können wir einfach mal runter gucken. Okay. Das hilft uns nicht weiter. Was hilft uns denn weiter? Das ist die große Frage. Für die Therapie, wie gesagt, mir fehlt dort irgendwie noch eine Lösung offenbar.
Also für den Rohrschachttest. Schon wie? Na gut. Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Wollen wir noch... Das bin ich. Tja, zumindest kommen wir... Was? Das ist ja vor. Dann Sie nur. Vielleicht das. Ich meine, ich. Es ist noch zu. Ein. Ja. Teufel mit einer zweizackigen und einer dreizackigen Gabel. Ich sehe. Und Sie sehen hier. Wieso? Ja. Schade. Zwischen. Sehr scharf. Also wir brauchen wesentlich mehr Slotty, um an den Strick ranzukommen. Wollen Sie Teigtaschen? Was haben Sie denn da? Oh, das lag. Und jetzt? Das lag nicht irgendwo, wir haben es gekauft. Ganz legal. Ich meine, dafür mussten wir vorher erst einmal ein bisschen Menschenhandel betreiben. Und ein liebendes Paar auseinanderbringen. Nachdem wir ihnen Hoffnung auf ein besseres Leben gegeben haben. Braucht hier jemand Hormone? Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Damit bin ich hier an der Hast du heute schon deine Pillen genommen? Warum willst du das wissen? Bist du von der Drogenfahndung? Natürlich nicht. Umso besser. In meinem Alter wird es immer schwieriger, sich um Urintests herumzumogeln. Okay, das hilft offenbar nicht. Hoppala, da lang. Hier sind bereits deutlich zu viele Hormone im Spiel. Oh, da war ein stiller Applaus. Nehmen wir an, die brauchen auch keine Hormone. Diese Gruftis bekommen gar nicht laut Generation. Ich nehme stattdessen. Ja, den kann ich nichts geben. Lotti bekommt ihre Hormone nicht von Rufus. Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nicht eigentlich. Dann interessiert es mich nicht. Moment, sie will eine Nachricht von der Front? Das habe ich. Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nichts Geringeres als das. Doch nicht etwa von Bozo. Würde ich dich bei einem so ernsten Thema anlügen? Oder würde ich die Schlussfolgerung deiner Fantasie überlassen, in der Hoffnung, dass es mich zufällig weiterbringt? Jetzt quatsch nicht so poliert. Her mit dem Brief. Mein liebstes Rehlein. Sicher, dass der Brief für mich ist? Bambi. Rehlein, ergibt doch Sinn. Manche Leute werden nun mal zu Poeten, wenn sie tödlich verwundet sind. Was? Oh, sorry, ich wollte nichts vorwegnehmen. Warte mal. Liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst jetzt bei mir. Bla bla bla. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten. Oh nein. Uso, geht es ihm gut? Ja. Lebt er noch? Sag schon. Oder muss ich dir die Infos in Form von Hirngewebe einzeln aus der Nase ziehen? Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ja? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ich bin doch nur der Briefträger. Bozo ist bei seiner Familie. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg. Warte, hier steht noch was. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ach, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Na los, du verlierst wertvolle Zeit. Stimmt, ich muss zu ihm. Halte durch, Bozo, ich komme. Das war einfach. Und ich musste nicht mal lügen. Jetzt naja. Der verbesserte Rufus. Vergessen Sie den herkömmlichen Rufus. Yay. Können wir hiermit irgendwas jetzt machen? Nö. Wir können ja mal darüber reden, dass Bambi ihren Posten verlassen hat. Muto? Setzt. Nee? Das ist noch. Was ist noch? Na gut, aber. Keine Ahnung. Gut, aber. Jetzt geht's eventuell Bozo besser. Jetzt, wo er Beistand von seiner Freundin hat.
Okay, hier hat sich eine Menge verändert, aber es sieht nicht aus, als würde es Boso dadurch wirklich viel besser gehen gerade. Er steckt fest. Bestimmt liegt das an den vielen Steckbriefen in seiner Tasche. Du wolltest doch nicht etwa durchs... Was unterstellst du mir denn da? Das ist deine... Bode... Gut. Gucken wir mal, ob Boso jetzt so was anderes sagen kann. Bus, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General des Widerstands vorgelassen werde. Geh weg. Aber... Lass mich mag nicht. Okay. Dann reden wir eben mit anderen Leuten. Was ist das nur für ein seltsames Ding? Auf jeden Fall nehmen wir es mit. Hallo, ich bin Amtmann Argus. So funktioniert das nicht. Vor der tödlichen Pünktlichkeit des Argonon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Tja, jetzt ist sie weg. Coole Mütze. Kann ich die klauen? Nee. Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Okay, und Topf. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht? Ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Er weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Gut, wir haben einen Topf voll Bratensoße gefunden und Muttermilch. Bin sicher, das brauchen wir beides. Die sind ja vollkommen weggetreten. Und hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Ich nehme an, was Neues bekommen Hallo? Wir nicht. Und wieder der Herpes. Wie goldig. Das Haus brennt. Seine ersten Stützräder. Da war er 21. Wie stolz er guckt. Oh. Hallo? Hier trägt er wieder meine Schuhe. Oh. Oh. Hallo? Und wieder der Herr. Wie Gott. Oh. Hallo? Und wieder der Herr. Wie okay. Gott. Da scheint nichts Neues mehr zu kommen. Ja, was machen wir hiermit? Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel. Roso ist ein... Lieber nicht. Nur un... Roso ist ein... Okay. Mama Boso hätte die ruhig mal beschriften können. Ich stelle lieber keine Spekulationen über die... Kann man nur Jum, das passt bestimmt gut zusammen. Fehlt nur noch die Fleischeinlage. Okay, offenbar brauchen wir Fleisch. Denen geht's gut. Ja, bloß was machen wir jetzt noch? Hat irgendjemand gerade Haarprobleme? Dann könnten wir die Muttermilch dafür wieder einsetzen. Ich glaube nicht. Bieten wir eben mal was an. Okay, ich wusste, dass das kommen würde. Irgendwo muss es ja eine Grenze geben. Und die ist genau hier. Nicht beim Menschenhandel, ne? Die ist hier, ja? Nicht beim Auseinanderbringen von Liebespaaren. Auch nicht, ne? Ist klar, Rufus. Ist klar. Ihm fehlt nichts zu essen. Ihm in Form. Okay. Das hier darf ich nicht klauen, ne? Ja, ja.
Auch die vielleicht Buttermilch? Ah, wie ich sehe, sind Sie ein junger Familienvater. Unsere Kinderabteilung befindet sich zwar noch im Aufbau, aber wir haben trotzdem schon jetzt eine große Auswahl für Frühaussteiger auf Lager. Ich empfehle die My First Rope Kollektion. Da wird der Strick aus garantiert hautschonender Schafwolle geknüpft. Ja, wenn wir das dann auch bekommen könnten mal. Ich bitte Sie. Gut, hilft mir alles nicht weiter. Aber Buttermilch umherzutragen, darauf reagiert vielleicht der Therapeut. Was haben Sie denn? Aha. Okay, das war es offenbar nicht. Lieber nicht. Nur Unruso ist. Bieten wir ihr mal die Muttermilch an. Sie hat 2 Jahre lang im Rathaus gearbeitet, aber sie ist trotzdem unbestechlich. Das scheint paradox. Aber vielleicht ist das so ähnlich wie mit Krankenhauskeimen. Aha. Lotti hat 2 Jahre, aber vielleicht. Okay, das funktioniert also nicht. Was mache ich jetzt? Würde mir der Flyer irgendwo weiterhelfen? Ich glaube nicht wirklich. Die Kiste hier ist bereits leer. Hier können wir nicht mehr rein. Wir brauchen irgendetwas, um den Stromhebel dort festzusetzen. Aber wie gesagt, ich denke, da werden wir einen Schraubenzieher oder ähnliches brauchen. Das haben wir bisher nicht. Okay. Zwar sind wir jetzt nicht wirklich viel weitergekommen. Ich glaube, sind wir in dieser. Achso, ja, doch, in dieser Folge sind wir ein bisschen weitergekommen. Ich muss aber die Folge mal ein bisschen früher beenden. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.